Zuletzt bei The Legend of Zelda Spirit Tracks. In Hyrule-Stadt konnten wir uns in der Monster-Arena und beim Schwerttraining der Hylianischen Wachen 2 Herzcontainer verdienen. Anschließend fuhren wir in den Süden, wo wir überraschenderweise Lineback fanden, der dort einen Schatzladen betreibt. Um jetzt jedoch die dritte Gleistafel zu benutzen, müssen wir zunächst eine Brücke reparieren und hierzu brauchen wir Maleus, welchen wir nun im Schneetal abholen. Meine lieben Freunde, was geht? Ich gebe zu, eine etwas ungewöhnliche Situation, einen Part zu starten, gerade wenn der letzte Part noch im Dorf von Malonus aufgehört hat. Aber ich habe euch ein bisschen was zu erzählen. Bevor ich euch das erzähle, wollte ich euch aber sagen, dass ich hier direkt links von Schloss Hyrule einen Hasen gefunden habe. Ich bin gerade direkt dran vorbeigefahren und dachte mir, holy shit, ich wollte doch gerade den Part starten. Deswegen habe ich jetzt hier pausiert. Deswegen machen wir jetzt so und dann schießen wir auf diesen Stein da. Und dann versuchen wir, den jetzt kurz einzufangen. Einen kurzen Moment. Das kriegen wir, glaube ich, easy hin. Zack. Wunderbar. Da haben wir ihn. Also, ich hoffe, ich werde das Ganze gecuttet bekommen, weil ich auf dem Zweitkanal mir nicht immer so viele Notizen mache, wo ich wie viel cutten muss. Aber ich werde einfach diese Folge hier direkt nach der Aufnahme schneiden, dann vergesse ich es nicht. Ich war beim Schwerttraining. Und da waren wir im letzten Part schon. Und da gibt es ja eine Minimalst-Herausforderung. Also, es gibt ja quasi, ich glaube, wenn man 60 Schläge schafft am Stück, dann kriegt man, wenn ich das richtig im Schädel habe, das Herzteil, was wir bekommen haben. Oh, jetzt könnte ich gleich mit dem Zug kollidieren, Moment. Ich hoffe, ich verziehe mich vorher. Ich verziehe mich voll, genau. Das haben wir ja bekommen. Und ich glaube, wenn man bis zu 200 Schläge schafft, dann, also quasi alles über 200 Schläge, dann kriegt man einen richtig guten Schatz. Und der Dude sagt einem ja, der Meister dieser Schwert-Schule, I don't know, wie man das nennt, der sagt einem ja, wenn man 900 Schläge schafft, dann ist man was Besonderes, weil das der absolute Rekord ist. Ich besitze aktuell 0 Rubine, weil ich sehr viele Versuche gestartet habe, diese 900 zu knacken. Das Einzige, was sich dadurch ändert, ist, dass, wenn man die 900 schafft, dass die Wachen einem irgendwie mit Hey Captain oder Hey Schwertmeister ansprechen oder so. Also alles, was sich für 900 plus Schläge ändert, ist, dass sich eine Textbox ändert, wenn ihr mit den Wachen redet. Und ich wollte das haben. Es ändert nichts am Spiel. Und es ist, glaube ich, auch so in den offiziellen 100% nicht drin. Aber es ist etwas, was man quasi machen kann. Und ich wollte das wirklich. Aber wenn man das, sage ich mal, auf die Standardart und Weise macht, also immer diesen 3 Wachen ausweicht, wegläuft, schlägt, dann dauert das 10 bis 15 Minuten. Und das ist arschschwer. Es gibt noch eine andere Methode, die ich euch jetzt hoffentlich einblende. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, eine der 3 Wachen an einem Holzpfosten rein zu glitschen. Ne? Und dann kann man in einem festgelegten Rhythmus immer auf eine Wache einprügeln, ohne dass man getroffen wird. Das klingt im ersten Moment super easy, boah, kannst du einfach 900 mal draufdrücken, aber dem ist nicht so. Diese 900 Schläge müssen in einem perfekten Takt die ganze Zeit on point kommen. Tippst du einmal ein paar Pixel daneben oder bist du einmal zu langsam oder zu schnell, wird dieser Glitch beendet und es geht quasi normal weiter. Und glaubt mir, ich habe es probiert. Wirklich lange. Ich habe den DS sogar mit nach Hause genommen, auf die Couch. Ich habe meine Pizza, die ich mir gemacht hatte, kalt werden lassen, weil die neben mir auf der Couch lag und ich unbedingt diese Challenge schaffen wollte. Es ging nicht. Also, weil selbst wenn man dieses im Takt drücken durch den Glitch macht, muss man das 10 Minuten am Stück machen. Oder 8,5, glaube ich. Also, wenn man schnell ist, schafft man es in 8,5. Da gibt es nämlich ein Video, der das gemacht hat. Und ich mache das nicht. Also, ich habe es probiert und es ist pure Folter und mein Bestes war irgendwie 370, was ich hinbekommen habe. Also, ich werde das nicht tun. Und nachdem da kein Item dranhängt, nachdem da nichts dranhängt, was das Spiel in irgendeiner Weise verändert, werde ich darauf einfach verzichten. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich dafür rechtfertigt, weil eigentlich wollte ich halt in diesem Game wirklich alles machen, aber irgendwo endet auch einfach, wie soll ich sagen, meine Geduld und meine Liebe für das Spiel. Wenn ich da jetzt für die 900 einen Herzcontainer bekommen würde, ja, okay, vielleicht hätte ich mich durchgemogelt, also vielleicht hätte ich das auf mich genommen, aber nur für das Ändern einer Textbox werde ich nicht... Hier, das würde mich mindestens 10 Stunden wahrscheinlich kosten, bis ich das hinbekomme. Und ich habe aktuell sehr wenig Zeit und für ein simples Achievement in einem Let's Play auf dem Zweitkanal
So, no way. Wir haben den Herzcontainer. Dadurch, dass ich natürlich so häufig über die 200 Schläge gekommen bin bei meinen ganzen Versuchen, sieht mein Schatzrepertoire mittlerweile folgendermaßen aus. Wir haben hier ein Golderz, ein Goldkristall, der einfach mal 2500 wert ist. Wir haben 6 Jadekugeln, 4 Goron-Bernsteine, ein Königsgeschirr, 3 Piratenketten, eine Drachenschuppe und der Rest ist ja hier so nutzloser Stuff. Ne? Also ich glaube, ich habe allein 3 Jadekugeln da bekommen. Und ich weiß gar nicht, was ich da noch gekriegt habe. Also ich habe jetzt tatsächlich schon einigermaßen viele Schätze, weil man halt, also Schätze farmen ist da gut möglich. So über 200 kriegt man hin und dann kriegt man immer einen übel stabilen Schatz von dem Captain geschenkt. Also wenn ich Schätze farmen muss, werde ich da noch hingehen, aber ich werde nicht das 900 plus Achievement machen. Wirklich, als ich diese 370 hatte, hatte ich schon das Gefühl, ich habe einen halben Marathon hinter mir. Und das war noch nicht mal die Hälfte von dem, was man braucht. Das werde ich nicht tun. So, stimmt, wir haben Glückspostkarten abgeschickt. Gratulation, ihr habt schon wieder nur einen Trostpreis bekommen. Ach, come on, ich will in dieser blöden Lotterie mal was gewinnen. Ein Sternsplitter, oh man. Das ist doch Müll. Was soll das? Kann ich hier Glückspostkarten abgeben? Ja komm, wir geben nochmal den Rest ab, den wir haben. Was soll's? Wir schicken einfach nochmal alle ab. Zack. Immer 10 Stück. Irgendwann werden wir hier was gewinnen, Freunde. Ich bin guter Dinge. So, dich brauche ich. Es gibt eine kaputte Brücke, Meister. Willst du was Bestimmtes, Junge? Sag schon. Also, die Brücke, ne? Was? Ich soll die Brücke reparieren? Das kommt mir gelegen. Mit Linebeck habe ich noch eine Rechnung offen. Auf geht's, ich gehe schnell fort zu einer Lok. Ich warte dort auf dich. Oh, das ist doch, das ist doch schön. Das ging sehr schnell. Das hat nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Yes, ich will nämlich diese Brücke wieder reparieren, damit wir endlich in dieses Küstengebiet bekommen und damit auch Linebeck endlich mit mir handelt. Der nimmt mich ja noch nicht ernst. Oh, was machst du hier? Warst du schon die ganze Zeit da? Ach, da war ich zu langsam. Ich wollte nach Papuzia, aber du hast schon Maleus an Bord. Na egal, dann laufe ich und mache ein paar Bilder unterwegs. Aber du sollst wissen, dass Maleus, naja, nicht ganz einfach ist. Ignoriere nicht das Dampfpfeifenschild und beachte die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Haltelinie an einem Bahnhof ist zu beachten und Schaden durch Feinde solltest du auch nicht einstecken, sonst kriegst du was zu hören. Und bremst auch nicht während der Fahrt mit dem Rückwärtsgang. Das ist gefährlich für deine Passagiere, aber als Lokführer weißt du das. Wenn du Zeit hast, schon mal wieder bei mir vorbei. Okay. Na, weil jetzt kommt nämlich ein weiteres Element zum Zugfahren dazu. Ich werde es ja wahrscheinlich trotzdem cutten, ne? Es gibt nämlich, wie ihr jetzt schon seht, Zugfahrten mit Gast sozusagen. Und deswegen sind auch diese ganzen Schilder an den Gleisen aufgestellt, weil das sind quasi wie Verkehrsschilder beim Autofahren beispielsweise. Und da wir jetzt einen Gast an Bord haben, das erkennt ihr unten an der glücklichen Sprechblase, müssen wir uns jetzt quasi an die Schilder halten, ne? Weil ansonsten die Laune unseres Gastes rapide sinkt. Und das wollen wir nicht. Und wenn die zu weit sinkt, dann bricht er, glaube ich, die Fahrt ab und sagt, yo, du bist ein räudiger Lokführer. Mit dir werde ich keine Reise machen. Da kommt jetzt, yeah, du weißt, wie es geht. Ne, der feiert mich jetzt, weil ich mich an die Schienenverordnung halte. Oder unter was auch immer für ein Gesetz das Ganze hier fällt. Und so werden quasi auch nochmal die Zugfahrten ein bisschen, sage ich mal, spannender gemacht, beziehungsweise abwechslungsreicher. Da wir die Strecke aber gerade gefahren sind, werde ich euch das Ganze jetzt cutten und wir sehen uns bei Linebeck wieder. So, Friends, wir haben schon eine gute Strecke hinter uns. Da muss ich jetzt sogar nochmal hupen. Ne? Du weißt, wie es geht. Da feiert er mich für... Oder komm, Gegner, ich darf keinen Damage kriegen, Dann geht mein Gast auch, macht mein Gast auch Randale. Wunderbar. Und wir sind gleich bei Linebeck angekommen. Ich habe das Portal genommen, was ich mit der 1 auf meiner Karte eingetragen habe. Also dadurch habe ich mir ein bisschen Zeit gespart. Also auch mit Gästen kann man durch die Portale reisen. So, es hieß nicht den Rückwärtsgang verwenden, ne, zum Bremsen. Das heißt, wir bremsen hier quasi ganz normal ab. Und dann sind wir erfolgreich bei Linebacks Schatzbude angekommen. Nennen wir das Ganze mal so. Wie, schon da? Du bist ja wirklich ein flinkes Bürschchen. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal genauer an, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Oh Gott, der hat ja gesagt, er hat noch eine Rechnung mit Linebeck offen. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob er ihn voll verprügelt. Als ob Linebeck irgendwie so im Club seine Frau angesprochen hätte oder so. Mein lieber Schwan, sieht übel aus. Das kann eine Weile dauern, also komm später wieder. Ah, da bist du ja endlich. Lange nicht gesehen, Linebeck, alter Schatzschnüffler. Ja, wie sieht's aus? Kannst du die Brücke reparieren? Kein Problem, zumindest wenn du die Reparaturkosten bezahlen kannst. Du schuldest mir noch Geld für dein Haus, das macht zusammen 5000 Rubine.
5000 Rubine? Findest du das nicht etwas teuer? Das zahlt der Kleine hier, schließlich will er die Brücke repariert haben. Stimmt doch, oder? Hä, was? Nein! Dann ist ja alles klar. Bis dann. Macht das unter euch aus. Gebt mir nur für meine 5000 Rubine. Ihr könnt sich noch überlegen, ich fang schon mal an. Ihr könnt euch noch überlegen, ich fang schon mal an. So, ich fang schon mal an, meine Dienstleistung zu erbringen, ohne zu wissen, ob ich mein Geld bekomme. Was? 5000 Rubine, das ist viel zu teuer. Geh mir jetzt allein weg, ohne zu beschweren. Ja, Zelda, da bin ich definitiv deiner Meinung. Also, ich habe meine 200 bis 300 Rubine beim komischen Schwerttraining verballert für Müll. Ich bin pleite. Kleiner ist ja ein ganz schönes Schlamassel. Jede Wette, dass ein Kind wie du keine 5000 hat. Aber zum Glück habe ich einen genialen Plan. Ein bisschen Arbeit macht dir auch sicher nichts aus, oder? Folge meinen Anweisungen, dann sind 5000 ganz schnell zusammen. Bist du dabei? Wir müssen zielorientiert denken. Welcher Plan? Du bist ein kluges Kerlchen, hör zu. Hier in der Gegend gibt es einen uralten Schatz. Man nennt ihn den königlichen Ring. Es heißt, er sei unglaubliche 8000 wert. Einer meiner Vorfahren hat in einem Brief beschrieben, wo er versteckt ist. Ich habe die Hinweise befolgt, aber nein, nichts gefunden. Aber du solltest dich mal umsehen. Wenn du ihn findest, haben wir die nötige Rubine. Was sagst du? Ja, why not? Dann gib dir den Brief meines Vorfahren. Finde den königlichen Ring und wir sind reich. Okay. Ziehen die gleich in einer Sammlung an. Der Schatz soll nahe dem Grab meines Vorfahren versteckt sein. Durch diese Tür gelangst du dorthin. Zieh dir den Brief an und das für, um den Versteck des Schatzes zu finden. Das Versteck. Mein Deutsch ist heute schon wieder wirklich on point. Okay. Was sagt denn der Brief des Vorfahren? Mein lieber Sohn, wenn du das liest, bin ich nicht mehr. Aber mach dir keine Sorgen, falls du mal Geld brauchst. Für solche Fälle habe ich einen Schatz vergraben, den königlichen Ring. Aber ich verrate nicht, wo er ist. Das wäre langweilig. Hier ein kleiner Hinweis. Folge dem Licht. Okay, warte mal. Ich schreibe mir das hier auf. Warte mal. Folge Licht. Okay. Wo das Licht sich kreuzt, 4 nach Westen. Ne, 4 nach Norden, 6 nach Westen. Bei Kreuz 4 Norden, 6 Westen. Okay. Viel Erfolg. Ja, doch, das müssen wir noch hinbekommen. Das klingt doch wunderbar. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das hinbekommen. Let's go. Ab in das Grab von Linebacks Vorfahren. Und dann schauen wir mal, ob wir den königlichen Ring finden. Hier gibt's Monster, die Schilde mögen. Neue Schilder gibt's bei Lineback. Say what? Okay. Ah, ich kenne die, ich kenne die. Wenn die einen einsaugen, dann fressen sie den Schild auf. Moment, wir machen das mit dem Boomerang. Ganz easy. Genau. Der Boomerang ist dein bester Freund beim Kämpfen. Sehr schön. Ich lasse mir mein Schild hier nicht abnehmen. Da hat's gewackelt. Was ist da drin? Haha! Wusste ich es doch. Diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, irgendwas mit Schleime. Irgendwie Saugschleime oder I don't know. Warte mal, aber ich kann hier rüberhüpfen, sehe ich gerade. Oh, hier ist der Stempel! Oh, hier ist der Stempel! Sehr geil. Den brauchen wir, den brauchen wir. Geiler Shit, Friends! Ich freue mich immer voll, wenn ich den Stempel finde. Das ist irgendwie immer, keine Ahnung, so, yes, ich habe so das Heiligtum der Insel gefunden. Her damit! Und zack! Da ist der Stempel von... Oh, ach, könnt ihr nochmal neu platzieren? Na, sieh mal an. Wunderbar. Das gefällt mir. Dann mache ich die Markierung auf meiner Karte auch gleich weg. Ich glaube, ich habe meine Markierung gesetzt, oder? Yes, habe ich. Nice! Dann hätten wir auch den. Hier sind nochmal Bomben. Sehr schön. Dann kriegen wir auch quasi unsere Bombe wieder zurück, die wir gerade verwendet haben. So... So, was geht hier? Warte mal hier. Zack. Und hier wurde mir auch gesagt, ich glaube, dass ich diese Bienenstöcke mitnehmen kann, nachdem die runtergefallen sind. Oder nicht? Oh, nee. Ich dachte, ich krieg da einen Schatz für. Oh, Guys, ich habe ein Problem. Moment, wir machen einfach Folgendes. Wir gehen kurz baden. Das mögen die Bienen nämlich nicht. So, hier ist ein neues Lied, oder was? Lila, gelb, orange, blau, lila? Okay, wartet. Nee. Das letzte war weiß, nicht lila. Kaffee. Didididididi. Alter, voll der schöne Track. Didididididi. Didididididi.
voll schön irgendwie. Yo, das ist, glaube ich, einer der Lichtstrahlen. Du hast das Lied des Lichts gelernt, Spiele zum Prismen zu aktivieren. Aha, sieh mal einer an. So, und übrigens hier bei dem Laub können wir auch unseren, ich sag mal, Ventilator hier verwenden. Um hier das wegzupusten, ne? Und manchmal findet man darunter auch Schätze. Und was ist das für ein Schild? Hier ruht der legendäre Kapitän Lineback. Und wer ist dann der Lineback unten im Shop? Hat sich Lineback ein Grab gebaut, obwohl er nicht tot ist? Oh shit, guys. Ich gehe nochmal baden. Ja, passiert. Hier sind Bomben? Warum sind hier Bomben? Warum sind hier Bomben? Was soll ich sprengen? Und was soll ich mit dem Licht tun und überhaupt? Hä? Ich bin sehr verwirrt. Wo oder wie geht's denn hier für mich weiter? Ja, folge dem Licht. Aber ich brauche doch da jetzt nicht... Ah, lol! Das Licht zeigt auf eine Kugel. Ich wollte gerade sagen, ich brauche da jetzt nicht ins Wasser hüpfen. Und ein unsichtbarer Weg ist da, glaube ich, auch nicht. Aber aha! Das Licht zeigt mir die Kugel. Zieh mal einer an. Und dann... Ah, stopp, wir nehmen nicht die Bomben aus einer Bombentasche. Wir nehmen hier schön die Bomben, die hier wachsen, ne? Weil das spart mir Geld. Der sparsame Wandsprenger, meine lieben Freunde. Warum denn die eigenen Bomben verwenden, wenn hier ein nachhaltiger Rohstoff wächst? Die Bombenblume. So, okay. So, hier muss ich jetzt nochmal das Licht dann aktivieren. Und hier erledige ich erstmal alle Octoroks. Vielleicht gibt es ja eine Belohnung dafür. Oh, hier ist sogar ein Schatz. Oh, come on. Okay, guard me. Aber das ist auch, ich wusste auch nicht. Genau, jetzt wurde nämlich mein Schild gefressen. Ich wusste auch nicht, dass die sich in Truhen verwandeln können. Das ist ja mal übel fies. Das ist ja mal richtig fies. Gibt es vielleicht noch eine andere Truhe? Da ist nochmal ein Octorok. Da ist auch noch einer. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich eine Belohnung dafür bekomme, aber... Doesn't look like it. Okay. Dann aktivieren wir... Okay, man kann da wirklich einmal durchziehen. Ey, ich mag den Track voll. Ich meine, es sind nur quasi abstufende Noten. Aber dieses... klingt voll schön, ohne Witz. Ich feier, das ist so simpel, aber das klingt so schön. Okay. So, das Licht kreuzt sich obviously hier. Dann 4 nach Norden. Und 6 nach Westen. Okay, das ist hier. Und dann hier das Schatzsucherlied. Wie ging das Schatzsucherlied? Ist das das Schatzsucherlied? Ich glaube schon, oder? Jawohl! That's it. Und ist das der königliche Ring? That's it. Ein legendärer Ring, der schon seit Generationen weitergegeben wird. Ah, lol, das ist auch ein Schatz? Der königliche Ring ist ein Schatz? Ja, moin. Das ist aber auch nur 2.500 wert, genauso wie der Goldkristall. Ich find's aber crazy, dass wir schon Goldkristall haben. Das ist einfach ein sauwertvoller Schatz, glaube ich. Aber was ist mit den 8.000, die Lineback mir versprochen hat? Was für 8.000? In meiner Preisliste steht 2.500. Wer zieht jetzt hier wen über den Tisch? Meine Preisliste oder deine Versprechung? Meister Lineback. Und warum hast du ein Grab, wenn du noch gar nicht tot bist? Oder hieß dein Vater auch Lineback? Alles sehr skurril, was hier abgeht, Freunde. Ich weiß nicht mehr, wem ich trauen kann und wem nicht. Aber wir haben den Ring. Und damit sollte Lineback hoffentlich... unsere Brücke bezahlen können. Und dann können wir hoffentlich seinen Shop endlich benutzen. Dein Gesicht sagt mir alles. Er sagt, ich habe den Schatz. Das ist richtig. Nicht schlecht, Kleiner, gar nicht schlecht. Na los, zeig schon her. Kein Zweifel, das ist der Ring. Man kann seinen unglaublichen Wert direkt sehen. Das muss ja ein toller Ring sein.
Darauf kannst du wetten. Er ist mindestens 8000 Rubine wert. Seit wann bist du denn hier? Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass die Brücke fertig ist. Ah, genau. Und den Ring hier nehme ich als Bezahlung für meine Arbeit. Das schmuddelige Ding soll 8000 wert sein. Na egal, wenn ihr schon kein Geld habt. Gebt Bescheid, wenn noch was ist. Hat er den jetzt wirklich bekommen oder hat Leinbeck ihm den nicht gegeben? Hey, du kannst einfach nicht, du kannst nicht mitnehmen, Mann. Oh, das war's wohl. Aber du scheinst ein Talent für die Schatzsuche zu haben. Bring alle Schätze, die du findest, zu mir. Ich habe ein paar hübsche Zugteile, die ich mit dir tauschen könnte. Aha, das wollte ich. Mach dich auf und finde was Glänzendes für mich, kleiner Schatzsucher. Bis dann. Das ist somit die größte Sammelquest in dem Game. Ne? Also, es gibt sehr viele Zugteile, die man hier für Schätze eintauschen kann. Aber um an jedes Zugteil ranzukommen, muss man wirklich viel farmen. Aber da bin ich gewillt, es zu tun. Und ich werde es auch nicht so machen, dass ich die ganze Zeit nichts tue und dann irgendwie am Ende alles sammeln muss. Und ich werde wirklich schauen, dass ich regelmäßig hier neue Schätze finde und so weiter. Womit kann ich dir weiterhelfen? Zugteile bitte. So. Wir können unsere Lok, unsere Kanone und unseren Passagierwagen verändern. So, aktuell, okay, für die Holzlok. Wo steht denn, wie viel das kostet? Ah, schaut mal, die Holzlok können wir uns sogar leisten. Die ist gar nicht, die ist sogar recht günstig. Okay, was hat der noch? Stahl? Was will er dafür haben? Okay, hätten wir auch. Wow. Guys, ich bin besser ausgerüstet als gedacht. Okay, da will er Bienenlarven haben. Ja, die kriegen wir auch. Bienenlarven sind simple Sachen. Was ist das Geilste, was du hast? Drachenlok. Schüsch, was ist du dafür? 12 Monsterfossile. Ja, moin. Ich hab gar keins. Interessant. Leckere Lok. Ist das so Kuchen oder was? Da will er eine antike Goldmünze für haben. Okay, und Goldlok? Muss ich einen Goldkristall für haben, oder? Habe ich sogar. Aber will er auch Goldmünzen? Holy shit. Okay, diese Goldteile sind wahrscheinlich die wertvollsten auf jeden Fall. Und bei den Kanonen ist es wahrscheinlich ganz ehrlich ähnlich, vermute ich. Edelkanone, genau. Das ist 3 Königsgeschirre. Okay, also ihr seht, man braucht hier sehr viele Sachen. Ich nehme einfach mal mit, was es gibt. So, ich meine, das kann ja nicht schaden. Ich würde sagen, die bauen wir direkt an. Nicht vergessen. Was? Mein Schild ist weg? Nein, ich will kein Schild. Alles gut. Vor allem, der verkauft es mir für 100 Rubine. In anderen Jobs kriegt man einfach für 80 Rubine das Ganze. So. Aber man kann hier nämlich seine Herzen erhöhen. Das ist nämlich das Ding. So, ne? Hier haben wir nämlich noch die Holzkanone dazu. Wenn man viele Zugteile derselben Art an seiner Lok hat, dann erhöhen sich quasi die maximalen Herzen. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal hier die billigsten Teile nehmen. Einfach um so schnell wie möglich an... Oh, da fehlt mir Marone und Bienenlarve, okay. Um so schnell wie möglich an meine zusätzlichen Herzen zu kommen. Kann ich mir keinen extra hier... Wagen leisten? Habe ich keine Materialien für so coole Wägen? Okay, für diese Drachenlok, die super cool ist, hier braucht man 8 Millionen Fossilien. Okay. Okay, für meinen Personenwagen gibt es noch kein neues Upgrade. Aber ich denke, jetzt sieht man, wofür das Ganze ist. Und dass es sich auch lohnt, den ganzen Shit zu farmen. Und ich bin mir sicher, im Internet gibt es irgendwo Listen, wo man welchen Schatz am besten farmen kann. Da werde ich dann einfach mal nachgucken. Und zwischen den Parts einfach immer große Farming-Sessions einlegen. Dass ich hier schleunigst an neue Zugteile rankomme. So, unsere Lok sieht jetzt zwar ein bisschen billiger aus, gebe ich zu, weil sie nur aus ein bisschen Holz besteht. Aber irgendwie auch ein bisschen stilecht. Komm, so eine Holzlok, die hat doch was. Ich finde, vor allem die Kanone finde ich irgendwie sehr cool, die gefällt mir. Haben wir ein extra Herz eigentlich dafür bekommen? Ich weiß es gar nicht. Wir düsen jetzt erstmal ins neue Gebiet. Ich finde, eine Holzlok hat was. Aber doch, wir haben 5 Herzen. Wir haben ein Herz mehr bekommen. Schöne Sache. Und jetzt fahren wir über die frische Brücke. Wie heißt der? Malonus? Ich habe seinen Namen schon wieder voll vergessen. Für uns gebaut hat. Die Musik ist so schön. Ist hier noch irgendwo ein Hase? Ich schaue mich hier fix um. Sieht aber nicht so aus. Kein Hase, der an der Grenze chillt. Allgemein, hier im Waldland haben wir jetzt super wenig Hasen bisher gefunden. Ich meine, 4 haben wir jetzt gefunden und 2 davon nur gefangen. So, Meeresküste. So heißt das neue Gebiet. Und da ist auch direkt ein Bahnhof, den wir ansteuern können. Beziehungsweise der einzige, den wir ansteuern können. Weil andere gibt es noch nicht. Mal sehen, was hier in diesem, ja, doch recht idyllisch wirkenden Dorf auf uns wartet. So, jetzt können wir ja wieder so bremsen, wie wir wollen. Wuhu! Wir sind da! Auf der dritten Gleistafel.
Patricia. Oh. Sehr idyllisch hier. Ah, Hebi, das hier ist Papuzia. Als Kind habe ich manchmal Ferien am Meer gemacht. Man möchte direkt im Meer schwimmen gehen. Ja. Wenn ich meinen Körper zurück habe, sollten wir hier schwimmen gehen. Aber dazu müssen wir ihn erst finden. Oh, Zelda will mit Link schwimmen gehen. Voll süß. Das Problem ist, dass Link nicht schwimmen kann in diesem Teil. Oh, hallo. Was bist du denn für eine hübsche Dame? Wer bist du? Dies ist Papuzia, das idyllische Dorf am Meer. Unsere Dorfvorsteherin hat die Gabe, in die Zukunft zu sehen. Ihr Name ist Melusa. Oh, what? Eine Hellseherin? Die hat mir ein Phantom Hourglass schon auf der Vulkaninsel. Grüß dich. Dank der alten Frau haben wir dieses Jahr einen Rekordfang. Sie ist wirklich weise. Okay, die haben asozial viel Fisch gefangen. So, und hier ist jetzt auch der Shop. Ich schaue danach, ob es hier was Sinnvolles für mich gibt. Ne, Pfeile, Elixiere, Glückspostkarten und Bomben. Das sieht jetzt alles nicht so spektakulär aus. Aber wie gesagt, der ein oder andere Shop hat ja auch einen Herzcontainer. Deswegen habe ich mir das auf der Karte markiert. Im Schneeland hat ja tatsächlich einen Laden den Herzcontainer gehabt. Skurrilerweise. So, da drüben komme ich noch nicht ran. Da brauche ich dann wahrscheinlich ein Hühnchen, um darüber zu fliegen. Ne? Oder diese Fluggeier da oben. Grüß dich. Auf dem Meer treiben Piraten ihr Unwesen. Sie haben alle Männer dieses Dorfes entführt. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Oh boy. Oh boy. Die Salami-Party wurde beendet. Leute, wir müssen die Männer wieder zurückbringen. Die Frauen hier sind einsam. Oh Mann, das ist so falsch. So falsch interpretierbar. Gebt mir doch nicht solche Vorlagen, Spiel. Gebt mir doch nicht solche Vorlagen. So, da ist noch ein großes Haus, wo ich hin kann. Und look at this. Hier ist ein Schatz. Cool. Wow, eine Marone. Dafür lohnt sich auf jeden Fall hier eine eigene Schatztruhe für aufzustellen. Grüß dich. Oh, wer bist du denn? Du, sag mal, findest du mich hübsch? Ja. Was? Ja. Was? Digga! Nein. Was? Das waren sie doch nicht ernst. Alle sagen, dass ich hübsch bin. Okay. Ja. Was? Digga! Ja. Der will mich doch verarschen, oder? Ja, du bist hübsch. Was? Halt dein Maul! Halt dein... Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir zur Dorfvorsteherin. Der Typ gibt mir auf den Sack.